nächsten Wahl, ja. Kaum ist die eine beendet, kommt schon die nächste. Weil Spellforce ist auch fast, also es ist durch, also ich habe es schon durchgespielt und noch nicht fertig hochgeladen. Und deswegen brauche ich jetzt ein neues Rollenspiel. Ich brauche es, ich hab's nötig, Alter, voll nötig, ja. Ja, ich sehe gerade, ich habe hier noch vergessen, Dings zu ändern, das muss ich nachher noch machen. Sehr gut, ich könnte jetzt natürlich nochmal neu machen, aber nö. Ich habe das überhaupt nicht einfach nur rauskopiert, nein, 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 würde ich nie tun. Ja, die Wahlregeln sind wie immer, Mehrfachauswahl ist möglich, das heißt, also ihr könnt, wenn ihr wollt, alles ankreuzen und voten. Es können prinzipiell alle voten, ich werde allerdings die Auswahl derjenigen, die sich angemeldet haben, etwas bevorzugen. Also nur Delfino. und die, wo sich anmelden, wenn sie das wollen, können ihre Wahl später nochmal ändern. Ja, steht auch alles hier, ne? Also für Leute, die nicht lesen können, also für meine Abonnenten sage ich das jetzt nur nochmal. Bei zwei oder, wenn ein Unentschieden zwischen zwei oder mehr Spielen ist, wie ich so schön geschrieben habe, würde ich einfach entweder auch einen Zufallsgenerator nehmen, wie ich hier ja auch habe als Option, oder das Spiel, worauf ich mehr Lust habe. Oder einfach eine Münze werfen, das geht natürlich auch. Ja, das ist jetzt albern. Ja, die Wahl wird 2 Wochen laufen, also da lade ich die letzte Spellforce-Folge hoch am 1. März und bis 8. März kann man wählen. Danach würdest du bitte mal weggehen? Danke. Läuft's aus? Also dann endet die Wahl, dann habt ihr Pech gehabt. Und die Woche darauf werde ich dann mit einem neuen Projekt anfangen. Was auch immer das sein wird, mal gucken. Ich habe wieder 10 Spiele ausgesucht, das finde ich ganz gut. Ich könnte natürlich auch irgendwie 20 machen, aber dann wahrscheinlich irgendwie so da mal 2 und da kommen dann irgendwie 3 Spiele gar nichts und so weiter. Ja, also wahrscheinlich wird wahrscheinlich eh erst entweder Ultima 1 gewählt werden, weil die Leute mich abficken wollen. Oder Dragon Age 1 einfach weil es neu ist. Oder der Witcher, weil es neu ist. Ich persönlich würde mich ja über Arcanum freuen, da habe ich lange nicht mehr gespielt. Ja, die Spiele werde ich jetzt auch gleich noch vorstellen. Das werde ich dann übrigens auf Technik mit böse spielen. Ja, böse. Spiele, in denen man böse sein kann, sind immer gut. Ein paar davon sind wieder mal blind. Ein paar davon sind auch ein bisschen älter, so Ultima 1. Albion ist von den gleichen Entwicklern, oder von, also die Kernentwickler waren die gleichen wie bei Amberstar bzw. Amber Moon. Nur so als Hintergrundinfo, weil ich glaube, das sage ich auch gleich eben auch im Vorstellungsvideo. Vorstellungsvideos in den kurzen, die so rund 3 Minuten sind. Wobei die Videos natürlich noch nicht optimal eingestellt sind, so von der Lautstärke her und auch bei der Aufnahme noch nicht so perfekt, weil es hat schon lang genug gedauert, die alles so aufzunehmen und zu testen und leck mich. Und ich habe das Spiel nochmal geändert. Also, ich hatte ursprünglich Mass Effect drin, aber da ich das schon mal gespielt habe, habe ich gedacht, ich tausche nochmal gegen Dragon Age aus. Und Arx Fatalis musste ich rauswerfen, oder wie auch immer man das korrekt ausspricht, weil das bei mir irgendwie nicht läuft. Tja, Pech gehabt. Dafür habe ich Ferdi, glaube ich, reingenommen. Das ist auch voll das anspruchsvolle Spiel, sehe ich gleich. Nein. Egal, ich zeige euch jetzt die Spiele und dann bis gleich und so, ne? So, Arcanum. Was Magie und wünscht ihr Dampf von erschienen. mir? Noch ein Rollenspiel. So, von ehemaligen Interplay-Entwicklern entwickelt. Ich meine sogar, dass das gleiche Entwicklerstudio war, das Vampires Masquerade of Bloodlines, das weiter unten in der Liste steht, entwickelt hat. Ich spiele mit High Dispatch für den Fall, dass es jemand nicht aufgefallen ist. Und ne, Moment, das war jetzt meins. Ne, Moment, das ist mein Inventar und das ist dem sein Inventar. Okay. Wir sind hier gerade abgestürzt und ich werde wahrscheinlich. Moment, wie hat man das wieder geschlossen? Ne, so war das glaube ich nicht, aber. Ah, ich liebe diese Auflösung, man hat so viel auf dem Bild. Wir sind gerade mit einem Zeppelin abgestürzt mit unserem Charakter. Ich werde vermutlich einen Elfen auf Technik spielen, weil mal was anderes. Magie kennt man ja schon. Und müssen jetzt im Prinzip so einen Ring finden, aber. Da, der Altar sollte Ja, etwas Licht in kannst die Sache du. bringen. Also, Es ich habe tut hier mir leid, Text. aber das Ich habe schon weiß, das dass Sie größere etwas vorinstalliert, also den vielleicht Text. werde ich Ihr Kann man nein, toll Sekunde lesen. auch nicht Ich weiter. spiele übrigens Nur die zu, Englisch. sagt, Halt was doch Ihr mal die denkt. Fresse. Ich denke, Ihr habt ein Recht auf Eure eigene Meinung. Ich möchte nicht. Vielen Dank, Madame. Naja, überlassen wir ihm jetzt einfach mal das Na, Reden. oh, ich. Das. Diese. Ja, so. Ich werde wahrscheinlich auch wieder mehr oder weniger auf. Madame, Ihr solltet vielleicht auf Eurer Karte. So, dann haben wir hier so eine Weltkarte. Man kennt ja so ein bisschen von Fallout.
Nur mit dem Unterschied, dass das hier nicht Endzeit ist. Der Prior Joachim wohnt im Gasthof. Ach, halt doch mal die Fresse. Ich versuche hier was zu erklären. Ja, ja. Er hat hier noch ein paar englische Texte, weil der... Moment. Er hat ein paar englische Texte, weil ich die englische Version nehme, denn die deutsche Version hier. Aber das meiste ist übersetzt. Also die wichtigen Sachen, soweit ich gesehen habe. Ich habe es jetzt nicht durchgespielt. Aber in der deutschen Version gibt es, soweit ich weiß, einen Bug, der auch mit dem inoffiziellen Patch nicht gefixt wurde, dass die Gegner... Unter anderem auch der letzte Endgegner bestimmte Werte zu niedrig sind dann, was ich natürlich nicht will. Man möchte es ja schon schön schwer haben, wenn wir es schon auf schwer spielen. So, wir können Kampf ein- und ausschalten. Wir können kämpfen, hey, haben wir verschiedene Charakterwerte, Bogen interessiert uns ein Scheiß. Wir werden wahrscheinlich irgendwann Knarren bauen, Knarren. Man kann Knarren benutzen, das reicht doch. Verschiedene Sachen, hatten wir nicht irgendwie Schusswaffen, Feuerwaffen, Feuerwaffen und Schnaps, nein, Moment. So, Moment, hat mal. Gab's da nicht eine Taste, mit der man das einfach. Nee, so nicht. Okay, ich habe die Taste. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Vor allem nicht die englische Version, wobei das keinen großen Unterschied machen sollte. Und ja, ich werde die ganze Zeit in diesen Heides-Patch spielen und da muss ich mal gucken, wie ich das wegbekomme. So, greifen wir mal irgendeinen an. Hallo Arschloch, ich töte die. Joachims Zimmer liegt am Ende des Flurs. Ich kann den Kampf nicht einschalten. Hey? Geht nicht. Warum geht das jetzt nicht mehr? Achso, ich muss jetzt einen anklicken, okay. Wir spielen natürlich rundenbasiert, also Züge nicht Echtzeit, weil Echtzeit scheiße ist, aber. Zu Simulation, ich bin tot. Lief doch schon mal toll. Oh, das soll ich vielleicht auch noch schon. Egal, das ist Arcanum. Schönes Spiel. Schön. So, Siege of. Es wird alles mal schwarz, bist du mal... das sollte nicht sein. Ich glaube, ich weiß, warum das ist. Das sollte sich abstellen lassen. Hallo, du blockierst die Tür. Hallo? Hallo, was zu... Ich spiele keine 5 Minuten und habe das Spiel kaputt gemacht. Hallo, lass mich da, was? Das hatte ich ja noch nie. Das ist Siege of Avalon. Es ist immer noch verbuggt. Leck mich doch. So, hier sieht man, glaube ich, das Ladedingens. Und hier wird es irgendwie schwarz, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, lässt dich grüßen, bla bla bla, verpiss dich, es wird. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich weiß, warum es schwarz wird. Ja, jetzt geht er raus, okay. Wir nehmen natürlich alles mit. Ich muss mal gucken, ob ich das noch wegbekomme, sonst habe ich Probleme. Nein, ja, ja, wo ist der Auslauf, bla bla bla. So, wir sind hier ein. Ich glaube, die Sound. Die Sound ist viel zu laut, Danke. Nein, fortsetzen. Ich will hier was. Seeds of Avalon. Auch ein verbuggtes Spiel am Anfang, aber dank inoffiziellen Patch spielbar. Die offiziellen Patches vergesst ihr am besten gleich, wenn ihr das spielen wollt. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Man sieht ja, glaube ich, meinen Aufnahme-Counter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Werde ich wahrscheinlich auch nicht rausbekommen. Also ohne jetzt Probleme zu bekommen. So, wir sind also in dieser Festung. Wir haben hier Aufgaben und Abenteuer und noch mehr zum Lesen. Also wir sind gesagt, wir sind in dieser Festung, die belagert wird und wir müssen da überleben und Aufgaben erfüllen und überleben. Hauptsächlich geht es darum, dass wir nicht sterben, bis die Belagerung gewonnen ist und nebenbei gewinnen wir die Belagerung. Ja. Und wenn nicht, dann bricht die Stadt zusammen und die Menschheit wird irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Ich weiß nicht mal mehr den Namen von diesem Typen. Ahul oder so, oder irgendwie so. Schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wie gesagt, mit inoffiziellen Patch, da kann man es tatsächlich spielen. Der Fortsetzung kam hier leider auch nie raus. Wir kommen, glaube ich, auch noch nicht raus. Nee. Also das ist die Festung, in der wir sitzen. Wir dürfen dann auch irgendwann weiter zum Südtor. Hier in das Dorf, das man jetzt sieht und das ich euch nicht zeigen kann, weil man dann meinen Mauszeiger nicht sieht. Aber ich glaube, jetzt dürfen wir da noch nicht raus. Nee, ich habe nicht die Erlaubnis zu gehen. Toll. Könnt natürlich auch nackt rumlaufen. Das ist... Danke, dass du schwarz wirst. Gut, dass wir nicht in Amerika sind, sonst würde das Spiel gleich geschlagen werden. Da darf ich auch noch nicht rein. Richtig, da war das hier. Ja, und je nachdem, welchen Kapitel man spielt, hat man eine andere Aufgabe. Das ändert sich tatsächlich mal. Also, das Primärziel ist natürlich immer, die Belagerung zu überlegen. Aber das muss man verschiedene Aufgaben erfüllen, sonst scheitert das. Und okay, man kann es nur versagen, indem man stirbt, aber Details. Man kann theoretisch zaubern. Was habe ich überhaupt für einen Charakter erstellt? Ich habe keine Ahnung. Jäger. Ich glaube, ich werde auch einen Bogenschützen spielen, weil ich das hier noch in dem Spiel noch nie gemacht habe. Magier und Krieger ist ziemlich einfach. Also insgesamt allerdings ein schönes Spiel. Auch schon wieder etwas älter. Warum gibt es nicht mal neue gute Spiele?
Und guck mir jetzt bloß nicht mit Elder Scrolls. Egal, Seed of Abalon. Wenn es euch gefällt, wählt es doch. Nein. Ich wähle nur Spiele, die mir nicht gefallen. So, ein weiteres Spiel. Wer hätte es gedacht? The Fall. So ein bisschen Fallout-orientiert mit Endzeit-Szenario und den Typen überspringen wir jetzt einfach mal, weil die Stimmen sind noch ein bisschen zu laut eingestellt und ich habe hier gerade Ruckler, weil, keine Ahnung warum, habe nur 170 Frames. Es ist schon ein bisschen älter und etwas trist. Ja, es geht doch. Ich habe schon Schlimmeres gespielt. Ich werde noch Schlimmeres spielen, fürchte ich. Egal, ich habe schon mal durchgespielt. Ich werde natürlich mit dem neuesten Patch spielen, der über 1 GB groß ist, weil der nochmal sämtliche Sounddateien durch qualitativ hochwertige, und das drücken wir gleich weg, weil es viel zu laut ist, Dateien ersetzt. Wir haben hier ein Inventar. Wir können es auch ausziehen. Yeah. Darauf steht ja doch. Yeah, das wird jetzt voll die Wahl. Oh Gott, sieht das hässlich aus. Wie gesagt, das Spiel ist schon ein bisschen älter. So, Moment, hier konnte man doch irgendwo... Hier war das, auch Talente und so. Also, so ein bisschen Fallout... Ähnlich, könnte man sagen. Fallout 1 und 2. Es gab ja leider nie einen richtigen dritten Teil. Schade. Er wurde angefangen, aber nie beendet. Was läuft hier eigentlich? Habt ihr den Typ ernsthaft gekannt? Mit richtigem Dialogsystem? Ja, es ist immer eine unheimliche Sauerei. Aber was will man machen? Der Mann hat Unbewaffnete ermordet und Frauen geschlagen. Vielleicht soll ich das Spiel lieber nicht spielen. Die machen hier unschöne Sachen mit mir. Ich gehe lieber wieder. Die machen Leuten wie ich unschöne Sachen. Was sind dabei? Ich töte öfters unschöne... Okay, lassen wir das. Wir haben eine spektakuläre Karte, die, glaube ich, auch irgendwie in den Vollbildmodus geht. Ich weiß aber nicht mehr wie. Schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Kann ich hier nicht irgendjemanden ausrauben mal? Gab es hier nicht einen Kampfmodus? Ich hätte mir vielleicht die Steuerung nochmal durchgucken sollen. Nein, hier haben wir noch mehr Inventar. Man kann sich hinlegen. Kann man nicht irgendwie Pause... Nein, Moment, wir gucken mal kurz in die tollen Optionen. Wir spielen natürlich auch apokalyptisch. Konnte man hier nicht irgendwie angreifen? B, ja natürlich, das wäre auch das, was ich als erstes... Ich kann den nicht angreifen. No, ich kann nur mit ihm reden. Ja, Ziel des Spiels ist, uns den anzuschließen und dann... Mit spektakulären Story-Wendungen. Ich verrate jetzt einfach mal die Story, dann wählt es nicht. Nein. Schönes Spiel, bisschen knifflig manchmal, aber hey, mit Liebe zum Detail. Man darf nur nicht den Kopf verlieren in den Spielen. Ich sollte vielleicht wieder aufstehen. Stehe ich denn überhaupt wieder auf? Knie ich mich hin. Ich werde mich noch hassen dafür, wenn ich dieses Spiel spielen muss. Ich habe schon mal durchgespielt, man kann's. Mit dem neuesten Patch kann man es sogar recht gut spielen. Ungepatcht würde ich das gar nicht spielen, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen verbuggt. Aber egal, das war The Fall. So, Dragon Age 1. Habe ich noch nie gespielt. Angeblich soll das richtig gut sein und halt die Fresse. Angeblich. Allerdings soll Mass Effect 3 auch richtig gut sein und... Ich glaube, der Sound ist hier auch viel zu laut. Wir spielen natürlich hier auf Dingens, Albtraum, mit B geschrieben. Man darf das übrigens auch mit P schreiben, weil das voll interessant war. Das wäre blind und ich sterbe überhaupt nicht schnell. Ich habe es mal kurz angespielt, um zu testen und... Moment. Ich glaube, der Sound ist gerade viel zu laut. So, wir drehen das aber mal. So, passt so. Ist natürlich voll perfekt nicht eingestellt, aber das mache ich dann erst, wenn die Wahl vorbei ist, weil... Ich stelle jetzt nicht 10 Spiele perfekt soundmäßig ein, spiele sie dann nicht. Also wir spielen auf jeden Fall Albtraum, blind und mehr oder weniger böse, weil man wohl damit so ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gut das hier funktioniert. Wir haben hier eine Truhe, die wir nicht öffnen können, habe ich vorhin schon getestet. Ich kenne mich voll aus. Ich kenne mich voll aus, Alter, habe ich schon voll durchgespielt fast, ne? Also ich habe da schon mindestens 10 Minuten gespielt und bin voll der Überpro. Nein. Hier gibt es auch irgendwo Fallen, da bin ich vorhin reingelaufen, gestorben. Passiert bald. Auf Albtraum passiert das sehr schnell, auf leicht eher nicht so. Wir könnten theoretisch auch mit Leuten reden, wenn hier Leute wären, aber ich glaube, die sind nicht. Ich würde hier übrigens einen Magier spielen, vermutlich, oder eine Magierin, mal gucken. Das heißt, wir werden diese Szene hier wohl nicht wiedersehen. Aber hey, ich dachte, ich mach das mal. Ja. Ich dachte, der war gut, ich bin gleich tot. Sehr gut, läuft ja toll. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ich könnte natürlich erst bei dir, die viel toderer ist, angreifen, aber ich bin viel zu genial, als dass ich das machen würde.
Ich kenne mich aus, ich weiß, wie diese Spiele funktionieren. Nein, tue ich nicht. Es könnte auch ein langes Let's Play werden, nachdem was ich gehört habe. Wir spielen das natürlich mit dem Add-on, DLC, was auch immer genau das ist. Bei EA Games weiß man nie, was das ist. Und wir werden gleich sterben, wenn das so weitergeht. Haben wir natürlich so Charakterbogen und boah, ist voll hässlich. 2010, also dafür, dass das Maximum an Grafikeinstellungen ist, ich bin nicht überzeugt davon. Okay, Kantenglättung könnte ich noch wegen höher drehen, aber dann sagt man die Grafikkarte, nee. Die mag das nicht so bei der Auflösung. So, wo waren jetzt diese Fallen? Ich will mal kurz noch reinlaufen. Ich muss die Fallen demonstrieren, die sind voll lustig, dann stirbt man so. Ungefähr so sieht das dann aus. Und dann endet unsere Reise. Dann sind wir tot übrigens. Wenn wir tot ist, dann hört das Spiel auf. Also dann müssen wir laden. Ich weiß nicht, ob manche Leute kennen das vielleicht nicht. Ich könnte noch mit dem reden. Hallo. Ja, dein Gesicht auch. Ich denke schon. Okay. Hättest du heute nicht eigentlich Meister Verdorn helfen sollen? Wieso bist du jetzt doch mit mir unterwegs? Ja. Okay. Egal. So, noch ein Spiel, das blind wäre, von dem ich keine Ahnung habe, warum ich das überhaupt habe. Soll wohl eher kurz sein und wir sind eine Fee und das Spiel heißt Fairy Legends of Avalon oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, ich habe das, glaube ich, mal für 1 Euro Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, für 1 Euro oder so im Shop mitgenommen. Im Shop, Wir haben da so ein Dingsbums in der Nähe und der, ich muss scheinbar irgendwo hin. Ich bin doch... Was ist da? Willst du mich verarschen? Ihr wollt mich verarschen. So, ich... Ja, wir überspringen mal den Text. Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt machen muss. Ich glaube, ich muss hier nach oben fliegen. Was sie ständig sagen, ich soll nach oben fliegen. Das Spiel sieht auch kackenhässlich aus. Wow. Wobei, es geht noch. Ich habe schon Schlimmeres gespielt. Ja, toll. Und ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt machen müssen. Aber hey, wir haben... Ein Typen mit Elchgeweih. Ja, natürlich. Was auch immer du von mir willst. Kann ich diese Kiste irgendwie öffnen? Ah, ja. Das ist ein Rollenspiel. Das reicht, um in die Wahl aufgenommen zu werden. Und es lässt sich aufnehmen. Das ist auch nicht bei jedem der Fall. Das ist eins von diesen ganz nervigen Spielen. Ja, aufwecken. Ja, was auch immer. Ich lüge einfach mal an. Oh, sehr gut. Wir können da böse spielen. Das ist schon mal gut. Das wird also auch böse gespielt. Das finde ich gut. Finde ich schon mal gut, wenn Spiele sowas unterstützen. Und dann... Achso, jetzt soll ich ein Märchen... Was zur Hölle? Was spiele ich hier? Ich habe keine Ahnung. Soll aber wohl recht kurz sein. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt... Wir können fliegen, das ist schon mal toll. Und wir können böse spielen und... Weiß ich, können wir das Dorf niederbrennen? Boah. Dörfer, die man niederbrennen kann und... Bin mir nicht sicher, ob ich das hässlich finden soll oder lachen soll. Sprachausgabe. Habe ich die entweder... Entweder habe ich die ausgestellt oder... Nö. So. Habe ich die ausgestellt? Oh Gott. Schön finde ich auch die Grafikeinstellung. So viel Möglichkeiten. Ich liebe es, wenn man viel Möglichkeiten hat. Und habe ich keine Soundoption? Nein, doch, Einstellungen bestimmt. Ja, das ist bestimmt ein tolles Spiel. Ich habe keine Ahnung. Hey, es hat 1 Euro gekostet. Was will er mehr? Da kann man sich nicht beschweren. Für Dragon Age habe ich immerhin 2,50 Euro ausgegeben. Ist doch toll, was man da in der Restebox finden kann. Gut, dafür ist Dragon Age, glaube ich, auch länger als dieses Spiel. Und wir können fliegen, das ist doch schon mal etwas. Und wir können böse spielen. Spiele, in denen man was Böses spielen kann, ist immer gut und... können interessant werden. Egal, auf zum nächsten Spiel. So, ein neues Spiel. Das ist voll neu. Nein, Vampires, Masquerade of Bloodlines. Mit inoffiziellen Patch natürlich. Ich habe es nur ohne Patch gespielt, weil wir damals noch kein Internet hatten und... Scheiße ist gar kein Ausdruck. Ich habe gar keine Ahnung, was ich da für einen Vampir erstellt habe. Ich habe einfach irgendwas angeklickt, damit es möglichst schnell losgeht. Ein Butcher. Waffenloser Kampf. Ne, den werden wir schon mal nicht spielen. Ich glaube mal Kaviar werde ich spielen. Hey Baby, looking for... For you, honey? Nein, wir werden keinen Sex haben.
Jetzt weiß ich die Steuerung natürlich nicht mehr, das ist sehr gut. Könnte man die nicht irgendwie einfach so... Hallo? Reagierst du mal? Nein, gut. Trinken. Was ist denn trinken hier? F. F. Steuerung. Das passiert schon auf der Source Engine, wenn ich mich richtig erinnere. War das erste Spiel, das damit rauskam. So, wir trinken dich jetzt erstmal aus, weil... Es ist ja nur ein Test. Ich werde wahrscheinlich mal Kaviarin spielen, weil die so völlig verrückt sind. Oder mal Kaviar waren das, oder? So. Oh, jetzt ist sie tot. Wie bedauerlich. Wir schlagen einfach mal irgendwelche Leute tot. Was wollen sie machen? Sind... Oh, ich habe mich geheilt, was ich natürlich absolut wollte. Hä? Was zur Hölle willst du denn jetzt von mir? Komm mal her. So, Oder entweder das oder diese anderen Vampire, die diese Blutmagie können. Mir fällt ihr Name gerade nicht mehr ein. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt. Das letzte Mal allerdings im inoffiziellen Patch Version 6 irgendwas. Jetzt sind wir inzwischen schon bei Version 9 irgendwas. Da hat sich wahrscheinlich wieder einiges geändert, keine Ahnung, wobei Grundgerüst sind gleich tot, ne? Oh, ich erlitt den endgültigen Tod. Ich wurde totgeschlagen mit einem Prügel. Ja, so kann man Vampire natürlich auch töten. Man schlägt sie aber mit einem Prügeltod, ist allgemein bekannt. Funktioniert bei echten Vampiren nicht, habe ich schon ausprobiert, da brauchen wir dann schon. Naja, komm. Oh, ich habe Maskeradenbruch gemacht. Sollte man nicht so oft machen, sonst kommt irgendwann so ein netter Werwolf und tötet einen. Oder war das ein Werwolf? Ich glaube schon. Nicht so lustig. Aber insgesamt ist das Spiel, also wenn man es mit dem inoffiziellen Patch spielt, ist das Spiel richtig gut. Ungepatcht kann man es nicht mal durchspielen. Was daran liegt, dass das Spiel wohl ursprünglich gar nicht mehr veröffentlicht werden sollte. Was zur Hölle? Was wollen die ständig von mir? Ich tue doch nichts Illegales. Ich sauge nur ein bisschen die Menschen aus. Warum ist es überhaupt illegal, Menschen auszusaugen? Habe ich noch nie gehört. Hm, Unsinn. Also das sollte man vielleicht lieber nicht machen. Ich mach's trotzdem die ganze Zeit, ja. Das Spiel sollte man kennen. Muss ich dazu noch was sagen? Nein, gut. Spielen sie übrigens auch schwer oder so? So, Gothic 1. Gothic, das passt so. Ich habe das natürlich jetzt überhaupt keinen gecheateten Spielstand. Nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Wo hat man die Waffe gezogen? Da. Ach, das war noch diese komische Steuerung. Ja, ich erinnere mich. Oh. Das Problem ist, das muss ich hier mit Fraps aufnehmen und da habe ich keine Zeitanzeige. Das ist natürlich jetzt leicht ungünstig. Aber egal, hey. Großartige Serie, auch wenn der dritte Teil... Das Ding weg. Moment, wie hat man da wieder gekämpft? Ah, so. Ding weg? Ich zeig dir mal mein Ding. So, jetzt habe ich mein Ding voll in die Fresse geschlagen. Moment. Ach richtig, da musste man immer noch die Leute anklicken und dann nach vorne. Das war total komisch gemacht, die Steuerung. Die hat mich total verwirrt am Anfang, als ich das erste Mal gespielt hatte. Ich bin fast ausgeflippt. Aber hey, inzwischen weiß ich, wie es geht. Ich habe auch ein paar Texturen-Patches und so draufgeworfen und das Wasser flimmert sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die miteinander harmonieren. Ach halt die Fresse, ich hätte ihn töten können, ne? So, Ruhe jetzt hier. Ich hasse Insekten. Aber wie gesagt, so, das Spiel ist nicht sonderlich schwierig. Also, ich muss sagen, das ist teilweise viel zu einfach. Weswegen ich am Schluss mit Hunderten von Tränken rumrennen werde. So, töten wir mal jemanden. Einfach, weil ich es kann. Mit der Axt. Ja, so würde ich auch mit der Axt einen töten. Ich steche mit der stumpfesten Stelle da rein. Und nicht etwa. Ja, wir werden gut aufräumen hier, wenn ich das spielen soll. Ich habe schon ein paar Mal gespielt. Ich weiß noch nicht, welchem Lager ich mich anschließen werde. Das werde ich spontan entscheiden. Und dann werde ich vielleicht mit einem weniger gecheateten Charakter... Nein, der Charakter, der hat man so am Anfang. Das ist ganz normal. Ganz normal. Kann ich den nicht töten? Ich kann ihn nicht töten. Noch einmal und du kannst was erleben. Jetzt nehmen sie mir das Zeug weg, ja. 108 Erz gegeben, hm? Danke für... Ihr mich auch, so. Kann man also auch auf jeden Fall machen. Ja, toll, jetzt habe ich ja noch was im Hals. Hallo? Nein, ich glaube, das war die Vorstellung. Moment, wo war hier wieder was gelegen? Ja, wie man sieht, natürlich ganz legitim. Ich meine, das sind ganz normale Werte, die man hat für einen Charakter. So, mit Level 4 hat man doch Kreis 5. Oder Level 3, hm? Ach, Details. Egal, das ist Gothic, das heißt Gothic, zu Spaß. Steck die Scheiße. So, Albion.
Das wurde von Blue Byte, dieses Mal entwickelt, mit allerdings Entwicklern von Talion, also wo auch Ambassador und Ambumum gemacht haben. Die haben zumindest daran mitgearbeitet und man sieht dann nochmal einen kleinen grafischen Sprung in der 2D-Options, in der 2D-Ansicht. Wie komme ich jetzt auf Optionen? So, wir können hier dieses Schild lesen. Arbeitszimmer von, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe es mal kurz angespielt bloß. Habe mir gedacht, hey, das wäre doch was Tolles für ein Let's Play, weil so lang und bestimmt und so, ne, und legen wir es doch mal beiseite. Ich werde, ja, wir werden müde. Das interessiert mich doch ein bisschen. Also bitte, das interessiert mich doch nicht. Also das wäre wieder blind, ne? Gab's keine Schwierigkeitsstufen. Hier ist es Nacht, ne? Wir warten mal bis zum Tag. So machen wir irgendwie hier so 5 Stunden. Ist immer noch Nacht. Leck mich doch. So, jetzt haben wir ja Tag. Das sieht fast schon gut aus, die 3D-Grafik. Und scrollt auf jeden Fall schneller als auf dem Amiga. Natürlich wieder mit Übersichtskarte. Hey. Und Schnellreise. Ja, das Ding hat... Hier ging's raus, oder? Hallo. Also wir haben diese Stadt, die... Man kann sie das fast schon... Was zur Hölle, wie komme ich... Ach, man kann auch nach oben unten schauen, oh. Luxus? Jetzt geht's aber los, Man kann sie das fast schon anschauen heute noch. Man kann sie das heute noch anschauen, das sieht richtig... Das sieht noch richtig gut aus, Man kann natürlich auch wieder raus in die Pampa und irgendwo kämpfen und sterben, was ich jetzt gleich mal tun werde, wenn ich irgendwo einen Gegner finde. Du siehst so aus wie etwas, das mich töten will. Ja, du siehst aus wie etwas, das mich töten will. Wir haben wieder den bekannten, nichts tun, nee, nichts tun, die es nicht so tut. Hallo? Ich habe keine Munition für den Fan. Ich kann den Gegner beobachten. Toll. Ich habe eine Fernkampfwaffe, ja, es gibt hier Fernkampfwaffen, nein, da will ich nicht rein. Ich glaube, ich bin gleich tot, Ich war vielleicht nicht so Charakterbildschirm, ja, wir haben... Wir haben eine Pistole, die sollten wir vielleicht nicht ohne Munition benutzen. Natürlich wieder beschränktes Inventar. Ach, ich hasse das. Beschränktes Inventar. Essbesteck. Vielleicht nicht unbedingt. Schlüssel. Kann man mit Schlüssel Leute töten? Ich glaube nicht. Schrauben. Ich habe ich überhaupt eine Waffe? Nein, ich glaube, ich habe keine Waffe. Ich habe eine Fackel. Ich habe einen Ringblock. Nee, ich fürchte, ich habe keine Waffe dabei. Sehr gut. Diesmal sogar mit grafischen Balken. Wir haben wieder mehrere Sprachen und so. Und befinden uns dieses Mal allerdings auf einem fremden Planeten. Was hat er denn so? Er hat einen Küchenmau. Ich sehe schon, meine Leute sind ja bewaffnet bis zum Erbrechen. Du greifst mal an und du machst mal irgendwie so Bewegung. Will doch das, hey. Das. Ja, ich sehe schon, das wird bestimmt richtig gut werden. Oh Gott. So, ein weiteres tolles Spiel, das total tollen Sound hat, wie man hört. Ultima 1. Moment, so irgendwie konnte man da jetzt rein. Ah, wow, ich habe PC-Speaker-Sound, hey, das ist, wow. Das Spiel ist überhaupt nicht von irgendwie 86 oder... Moment, war das nicht die Neuauflage und 81? Ich habe... Ich konnte auch irgendwie mit diesen Leuten reden. Ah. Ich glaube, das Spiel gibt es auch nicht auf Deutsch. Transport Armor. Hey, hey. Wir kaufen mal ein oder so. Nein, das ist, glaube ich, nee, das ist... Wir haben ja eine... Ja, man muss das irgendwie über Tastatur steuern und Maussteuerung gibt es ja noch gar nicht. Ultima-Reihe kennt vielleicht einer. Wählt das bloß nicht. Ja, Arschgesichter, werdet das jetzt wählen. Ich kenne euch. Ich hasse meine Abonnenten. Moment, wie habe ich das jetzt gemacht? Achso, das ist mein Inventory, ah. Ich muss nur die Tastenkombination mal aufschreiben. Open, kann ich den Typ öffnen? Hey. Ich möchte diesen Menschen hier öffnen, bitte. Das geht nicht, okay. Hi-Jump. Oh Gott. Nee, ich möchte nichts wegwerfen. Ich möchte gerne herausfinden, wie ich irgendwas mache. Jetzt ist er weg. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich habe ihn angegriffen. Ach, ich kann die Leute hier auch töten? Schöne Sache, das. Ich glaube, jetzt werden die mich hier töten. Hallo, ich wollte ja doch nur verhandeln, dass er seine Preise wenig senkt. Ich hau mal. Ich glaube, ich bin hier nicht mehr erwünscht. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, die mögen mich hier nicht. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Mhm.
Oh, komm, wirklich? Nein, das kann man nicht beschleunigen, habe ich schon probiert. Also wer so auf ganz alte Rollenspiele steht oder sowas mal sehen will. Das Schöne ist, Ultima 2 oder 3 sieht auch nicht besser aus und man hat ja auch keinen Questlog oder so. Ey, ich habe eine Höhle gefunden. Lass uns da mal reingehen, komm. Moment, nee, nicht da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, dagegen sieht Amberstar ja richtig gut aus. Oh Gott, oh Gott. Ach du. Ey, das könnte man mit Paint gezeichnet haben. Yay. Oh Gott. Wähl doch das. Das ist schon ein bisschen älter. Aber hey, es lässt sich hoffen. Und es wäre blind. Gott, wähl das nicht. So, The Witcher 1. Oder Spiele unterbrechen. Ja, komm, nehmen wir das hier mal auf. Habe ich auch schon mal gespielt. Schon ein bisschen her. Auch schon ein bisschen her. Sieht auch so ähnlich aus wie Dragon Age. Die Spiele sehen alle gleich aus heutzutage. Nein, die spielen natürlich wieder auch schwer und... Mal gucken, ich habe jetzt glaube ich nur Maussteuerung eingestellt. Ich habe einfach mal irgendwas eingestellt, um es kurz zu zeigen. Das wäre also nicht blind. Ich glaube das letzte... Ich habe glaube ich nur Maussteuerung eingestellt, was ich ehrlich gesagt ziemlich... War das nicht ziemlich scheiße? Ich weiß es nicht mehr. Wir spielen natürlich wieder den neuesten Patch mit dem Erweiterungsdingens da, das es da mal gab. Diesen neuen Geschichten da, die man danach irgendwie importieren kann oder so. Würdest du jetzt bitte mal sterben? Ich hätte die Tastatur gesteuert. Warum habe ich nur Maus genommen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich alle 16 zeigen kann, weil YouTube hat da, glaube ich, was gegen nackte Sachen. Also 16, also diese Bilder halt, weil YouTube hat was gegen Nippel. Mir geht's immer gut. Sieht man doch. So, und... Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber hey, wir können Leute... Könnten wir nicht? Die haben nichts. Ich hasse es, wenn Leute, die ich getötet habe, nichts dabei haben, was ich mitnehmen kann. Ich habe keine Ahnung mehr, was genau ich machen muss. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt. Angeber kann ich auch irgendwie nehmen. Und das ist... Ich finde interessant, wie er sein Schwert hält. So ein bisschen... Also okay, jetzt hält das richtig. Für den Kopf, das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Ist das realistisch? Nein. Das ist ein Videospiel, was glaubst du denn? Hm? Und... Ja, wir spielen zum Glück mit Patch. Ungepatcht gibt's. Ja, das überspringen wir jetzt einfach mal. Ja, ja, Brüste und so. Ja, ja, komm. Jetzt über können wir nicht. Nein, nein, wir wollen. Ich will das Spiel zeigen. Das, was du zeigst, ist nicht scheiße. Hä? Moment mal, das ist doch Taste tun. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt gerade. Was habe ich für eine Steuerung? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr so. Egal, wir töten die mal. Ich spiele nur auf schwer, da ist das nicht so schwierig. Zweifach Kombo, wow, hey, wir haben Blutspritzer, das ist schon etwas. Stimmt, das war das Spiel, wo in Deutschland unzensiert ist, ab 18 und in Amerika sind die Nippel auf den Bildern zensiert, richtig. Amerikaner haben definitiv ein Problem mit ihrer Prioritätensetzung. Stirbt ja auch irgendwann mal. Das ist viel spannender, als es gerade aussieht. Nein, ich jetzt nicht. Das ist gelogen. Wenn ich etwas Let's Play, ist es gar nicht spannend. Egal. Auch hier wieder mit höchsten grafischen Einstellungen, außer Kantenglättung. Bei 2065 mal drauf 44 Auflösung sagen die meisten Spiele, saugen die meisten Spiele ziemlich viel Leistung, die ich nicht mehr habe. Ich kaufe eine neue Grafikkarte, kommt schon. Egal, das ist The Witcher 1. Der Spiele? Wie gesagt, 2 Wochen, dann schließt sie der Pool und dann werde ich anfangen aufzunehmen. Was auch immer gewählt ist, ich sehe schon kommen, dass die Ultima 1 gewählt wird. Die Ultima 1, ja, ja. Die Deutsch, Alter, ich spreche voll der Deutsch gut tun, ne? Ich persönlich würde Arcanum empfehlen. Oder Siege of Eberron, oder? Das auch, hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Gut, bei Vampires macht man eh nichts falsch. Wähl das da, das ist. Wählt das! Oder ich komme nach Hause und schlage die Zähne aus. Und wenn jemand irgendein Spiel unbedingt haben möchte, ich bin nach wie vor bestechlich, ne? Also Geld spenden oder Sachpreise nehme ich gerne entgegen, also das soll ich nicht aufhalten. Beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann. Naja, in klein.
ja, das waren die Spiele. Jetzt geht wählen, ey. Wähl oder stirb, Mann. Wer kennt die South Park-Folge? Der darf sich jetzt freuen und mir einen Keks backen, den er dann selbst isst. Egal, das war's mit der Wahlankündigung. Wahlankündigung, Wahlvorstellung, wie auch immer. Geht wählen und wir sehen uns dann bei der aktuellen Dauer, wie lange das noch dauert, wahrscheinlich in 10 Jahren zur nächsten Wahl. Jetzt hatte ich 2 direkt hintereinander und die nächste kommt dann irgendwie in 10 Jahren erst wieder, weil die Projekte alles so lang dauern. Egal, Karl, das war's. Ich sage Wiedersehen. Bis zur nächsten Wahl.